Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine spannende Partie. Galatasaray Istanbul gegen Brøndby IF. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Und los geht's. Daniel Vaz. Riesenchance. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Was erwartest du in diesem Spiel von Dries Mertens, Buschi? Kurz deine Einschätzung. Der hat eine... Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Mertens mit dem Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Was? Da ist der Ball hier erstmal weg. Icardi. Icardi, den muss er fast machen. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Kein Tor, weil da ein echter Meister im Tor steht. Ein echter Könner. Er geht in den Strafraum. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Jetzt kann er es machen. Der ist nicht drin. Gehalten. So, jetzt die kurze Variante. Ball kommt er jetzt flach rein. Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Ja. 2:0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Was? Daniel, was? Chance zum Anschlusstreffer. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten, aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Aber dann gelingt es ihnen doch nicht, etwas Zählbares aus diesem Angriff mitzunehmen. Sie können kontern. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Parade von Muslera. Icardi. Sergio Oliveira. Mertens. Icardi ist das. Mertens kann es machen. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Die Ecke kommt von Dries Mertens. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel.
Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung aus dem Mittelfeld. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Jetzt könnte der Pass kommen. Mertens mit dem Pass. Icardi mit dem Tor. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Daniel Vaz hat jetzt Anspielstation. Daniel Vaz. Wichtig, er holt den Ball. Schönes Zuspiel hier. Noch ein Tor. Wieder schlagen sie zu. 3 Tore Führung also. Und viel dürfte da nicht mehr anbrennen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Daniel Vaz. Wichtiges Tackling hier. Das Pressing ist da. Ballgewinn, gefährliche Position. Die Chance. Er macht das Tor und damit hat er heute einen Doppelpack. Vier zu zwei steht's damit. Hier ist einiges los. Sie suchen die Lücke. Das macht er sehr gut. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Daniel Vaz. Gute Aktion. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Jetzt können sie es machen. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Sergio Oliveira. Icardi jetzt. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Es ist also ein Sieg geworden mit 2 Toren Vorsprung, schon ziemlich deutlich. Ich glaube, da ist die Freude groß. Das war natürlich eine herausragende Leistung. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.